Jo, Hallöchen, wir sind zurück hier bei unseren Drachen. Ich würde sagen, wir legen natürlich auch erstmal los, machen erstmal ein bisschen Bambule. Außerdem habe ich natürlich mega geile Informationen für euch, aber die werde ich euch natürlich dann später zeigen. Ich meine, sonst wäre es ja natürlich ein bisschen langweilig. Von daher gucken wir uns das auf jeden Fall mal an. Klar, ein bisschen heiser bin ich noch. Ich denke mal, das hört da, aber das hat sich auf jeden Fall schon ein bisschen gebessert. Von daher denke ich, stresst es hoffentlich nicht mehr ganz so derbe. Also wie gesagt, ich lege einfach los, mache hier ein bisschen Action und dann gucken wir uns natürlich im Laufe des Let's Plays unsere Drachen an, checken natürlich ab, wen wir hier noch trainieren können, wen wir eventuell noch zu Valka schicken können, ob eventuell bei Valka noch einer ist, ob wir eine Keilerei gehen können und was für Pakete wir am Start haben. Also wie gesagt, checken wir alle gemeinsam ab. Ich bin extrem gespannt und freue mich natürlich schon auf unsere Champions, auf unsere Keilerei und. Von daher würde ich sagen, legen wir da natürlich gleich mal los, aber erstmal sind, wie gesagt, die Drachen dran, die hier für unsere Materialien zuständig sind. So, dann würde ich sagen, materialtechnisch ist unser Lager so gut wie voll, auf jeden Fall fischtechnisch. Dann checken wir natürlich erstmal Valka ab, aber da sehe ich natürlich gerade, da müssen wir noch insgesamt 6 Stunden 46 Minuten warten. Das heißt für uns natürlich, dass wir da erstmal, wie gesagt, keinen anderen Drachen trainieren können, aber hier in der Akademie sieht es natürlich schon ein bisschen besser aus, und zwar können wir hier auf alle Fälle einen Drachen trainieren. Ich weiß zwar natürlich noch nicht, für wen ich mich entscheide. Ein Drache ist aus dem Training zurück, 2 sind noch im Training, und zwar wären die beiden, die noch im Training sind, zum einen unser Snoggletor Kotz und Wirk. Den pimpen wir gerade auf Level Nummer 75, seht ihr selbst. Und dann, wen trainieren wir noch? Den gucken wir uns natürlich auch noch an. Und zwar haben wir hier unseren Nachtwächter, der braucht noch einen Tag 4 Stunden. Das wäre natürlich auch eine Option, den schnellstmöglich hier irgendwie zu pimpen. Also ich denke mal, das werden wir auf jeden Fall machen, wenn er zurück ist. Und dann werden wir gucken, was er erstmal an Fisch kostet. So, okay, materialtechnisch haben wir erstmal halt eingesammelt. Könnten natürlich hier noch ein paar Pakete einsammeln. Aber wir müssten natürlich erstmal gucken, wie wir hier unseren Fisch am besten verballern, um natürlich dann, wenn wir unser Paket einsammeln, nicht irgendwie Pech zu haben und dann irgendwelche Materialien zu verschenken. Den Windstürmer könnten wir auf alle Fälle pimpen, das wäre eine Option, aber ich würde sagen, wir suchen uns erstmal einen Drache, der eventuell fischtechnisch ein bisschen mehr benötigt, und zwar, ja, den haben wir schon gepimpt, den haben wir auch schon weiter auf gepimpt. Wie sieht's hier aus? Den könnte man, naja, nee, können wir auch nicht. So, dann gucken wir auf jeden Fall da drüben gleich mal weiter. Checken aber erstmal unseren grünen Tod, sammeln natürlich den Gegenstand ein, schicken den für 8 Stunden nochmal los und checken dann auch erstmal hier unseren Fleischklops. Könnt ihr natürlich erstmal am Rad drehen und gucken, was da am Ende geht. Ich bin natürlich gespannt. Ich hoffe natürlich, dass wir ein paar Runen kriegen. Aber bei unserem Glück würztet Ei. Jo, so sieht's aus. Das Ei haben wir. Alles klar, dann würde ich sagen, wenn wir das erstmal öffnen. Dann können wir den natürlich erstmal platzieren, wenn wir wollten. Den flüsternden Tod. Wir schmeißen ihn in den Hangar. Wir hätten ihn natürlich gleich rausklatschen können. Wäre sinnvoller gewesen. So, dann würde ich sagen, könnten wir unseren Fleischklops auf jeden Fall zweimal pimpen. Das wäre ja nicht so verkehrt. Aber ich würde sagen, wir checken erstmal die Drachen hier ab. Gucken erstmal, was unser Weibchen hier, unser Stumpfpfeil am Start hat. Oh, das Paket wäre natürlich wieder mal mega nice gewesen. Aber gut, okay, am Ende hatten wir dann extrem viel Pech. Von daher sind natürlich wieder mal dumm für uns gelaufen. Die 4 Runen nehmen wir natürlich mit. Das ist Fakt. Schicken den auf jeden Fall nochmal auf der Reise für insgesamt 3 Stunden 36 Minuten. Also das muss er natürlich dreimal absolvieren. Und dann haben wir natürlich unseren Hakenzahn auch noch mit am Start. Der hat uns hoffentlich den Gegenstand mitgebracht, aber nee, ist auch mal wieder nicht so toll gewesen. Aber naja, wir ignorieren sie erstmal und gucken einfach mal, was da so geht. Aber nur die 6 Runen, also das andere würde mich natürlich nicht so interessieren. Also wie gesagt, den Fleischklops können wir pimpen. Dann könnten wir natürlich hier unten auch unseren Schrecken der Meere weiter aufpimpen. Wäre natürlich auch eine Option. So, dann den Skrill. Dann haben wir hier natürlich unseren Schiffbrecher. Den könnten wir auch noch eben mal pimpen. Das würde ich auch erstmal machen. Könnte den für 22 Stunden 35 Minuten nochmal trainieren. Also das wäre natürlich auch eine fette Sache. Von daher würde ich sagen, was kostet das? 180 Mille. Das wäre auf jeden Fall eine Option. Ich würde fast sagen, das machen wir. Aber wir könnten auch gleich mal gucken, ob wir eventuell noch einen Drache haben für einen Tag 2 Stunden oder so. Aber wie gesagt, vom Material her wäre das auf jeden Fall eine sinnvolle Sache. Von daher schreibt ihr mal in die Kommentare. Wen soll ich trainieren? Wen soll ich füttern? Was soll ich tun? Also für wen soll ich mich entscheiden? Für den Schrecken der Meere? Zum Füttern, dann für den Schiffbrecher, zum Trainieren oder eventuell dann doch für den Fleischklops? Also wie gesagt, ich weiß es nicht. Schreibt ihr das mal in
in den Kommentaren. Wäre auf jeden Fall ein richtig cooles Ding von euch. Ich würde fast sagen, wir pimpen den hier erstmal. Finde ich fast sinnvoller. Ich weiß nicht, wie sieht's hier aus. So, dann nehmen wir auf jeden Fall nochmal in unseren Hangar. Pimpen erstmal den Drache auf, der zurück ist. Und zwar unseren Champion-Drache, den erschütternden Rüttler. Den pimpen wir natürlich auf 39 auf und könnten natürlich auch, wenn wir wollten, nochmal hier kurz durchgucken, ob wir hier noch ein paar Drachen finden, die wir natürlich trainieren können. Ehen Tag, Stankmaul, das wäre natürlich auch eine Option. Würde zeittechnisch natürlich auch relativ gut passen, muss ich sagen. 11 Stunden, jeden Tag 2 Stunden. Mutter der Feuerwürmer, das wäre natürlich auch eine Option. Jo, das machen wir auch einfach. Scheiß drauf, wir trainieren die jetzt, die Mutter der Feuerwürmer. Und dann würde ich sagen, schicken wir den erstmal wieder los, Material sammeln. Checken hier nochmal ab, ob wir alle losgeschickt haben. Nö, wir können auf jeden Fall noch ihn Holz sammeln lassen. Oder? Nö. Alles klar, dann ist da auch erstmal alles Paletti. Materialtechnisch haben wir natürlich noch ein bisschen was am Start. Da würde ich sagen, wir haben erstmal Fleischklops jetzt pimpen. Ich weiß nicht, was hättet ihr gemacht? Schreibt das mal in die Kommentare. Wäre auf jeden Fall ein cooles Ding von euch. So, dann schicken wir den erstmal wieder los. Sammeln natürlich weiterhin unseren Fisch zusammen und können jetzt natürlich hier gucken, was das für ein Drachenei ist. Aber ich denke, das wisst ihr selbst. Also den Drachenei auf jeden Fall schon am Start. So, und zwar ist das der Sturmschneid, wenn mich nicht alle täuscht. So, wie jeder. Geht's weiter. Was machen wir dann? Wir haben natürlich noch ein paar Pakete hier am Start, die wir öffnen können. Dann haben wir 3 Drachen im Training bei Valgasorale Paletti. Dann können wir natürlich erstmal hier unser erstes Paket einsammeln. Und zwar dieses Mysterium-Paket. Gucken hier natürlich rein. Was gibt es hier für uns? Okay, 6-mal den Knochenräuber. 5-mal den Funkenhüstle, 1-mal den Donnertrommler und dann natürlich noch ein paar Ressourcen. 5 Millionen Fisch. Dann kriegen wir ein paar Zahnräder. Einmal eine Rune, 10 Mille Holz und den wahnsinnigen Zipper. Den lassen wir natürlich erstmal frei, würde ich sagen. Gehen dann natürlich gleich nochmal in unseren Hangar, weil die Weile habe ich natürlich auch noch ein bisschen was zu tun. Und zwar will ich hier unten erstmal noch 2 Drachen rausschmeißen. Und zwar hauen wir erstmal den Donnertrommler raus, lassen den frei und lassen dann natürlich auch den flüsternden Tod frei. Haben wir natürlich 90 von 100 Plätzen hier belegt. Also wie gesagt, 10 Plätze sind noch frei. Klar, ich habe natürlich auch schon gelesen, ihr sagt, ja, und wieder 1000 Runen rausgekloppt, ja? Vielleicht seht ihr es so, aber ich muss ganz ehrlich sagen, mich stresst es extrem, wenn ich jedes Mal hier alle Drachen rausschmeißen will oder soll. Und außerdem habe ich natürlich, klar, viele Drachen doppelt, aber ich muss ganz ehrlich sagen, das sind einfach mega Drachen. Von daher kann ich die mir einfach freilassen. Ich meine, exklusive Drachen, warum soll ich die freilassen? Finde ich erstmal Schwachsinn. Dann investiere ich lieber eben mal 1000 Runen. Ich meine, andere kloppen hier für die Taschen Runen ohne Ende auf den Kopf. Also von daher kann es jeder so machen, wie er will. So, Johann hat natürlich wieder mal ein bisschen was für uns. Die Runen lassen wir natürlich in der Tasche und holen uns hier für 50 Mille den Gegenstand. Haben da natürlich erstmal wieder dadurch ein bisschen mehr Platz in unserem Lager und können hier natürlich für 1400 Holz auch gleich nochmal zuschlagen. So, wie ihr sagtet, das erste Paket haben wir schon mal am Start, haben wir ausgepackt. Von daher würde ich sagen, seht ihr, wir haben hier noch 4 Stücken am Start. Das ist natürlich eine optimale Sache für uns. Also ich meine, damit können wir auf jeden Fall gut punkten, können auf jeden Fall gut Action machen. Ich weiß nicht, im letzten Let's Play habe ich nur davon gesprochen, geile Sache. Jetzt bin ich endlich bei 3000 Pokalen, aber wie ihr seht, ist es natürlich schon wieder vorbei. Weiter geht's mit dieser nächsten Saison. Also dann müssen wir uns natürlich wieder nach oben gambeln. In der letzten waren wir auf Stufe Nummer, Platz Nummer 10. Also das war natürlich eine hammerharte Kiste. Aber wie ihr sagt, ich will euch ja nicht auf die Folter spannen. Wir öffnen erstmal die Pakete. Ich meine, hier gibt's natürlich auch noch ein paar Pakete. Habt ihr hier schon mal zugeschlagen? Schreibt das mal in die Kommentare. Würde mich mal interessieren. Also wäre auf jeden Fall ein richtig geiles Ding von euch, wenn ihr hier einfach mal was in die Kommentare lasst. Von daher schreibt das einfach mal rein. So, wie ihr sagt, wir öffnen erstmal zuallererst das 3-Stunden-Paket. So, 3-mal der Sturmschneid, okay. 3-mal der Knochenräuber. 2-mal der Elite-Donnertrommler. Dann können wir das 8-Stunden-Paket gleich mal öffnen. Was haben wir da? Das weiß ich natürlich auch nicht. Wir öffnen es einfach mal. 7-mal den Sturmschneid, okay. 7-mal den Donnertrommler, 7-mal den riesenhaften Albtraum, 13-mal den Elite-Reißzahn. Oh, das war natürlich mega. Ich weiß nicht, welches Paket findet ihr besser, das Häuptlings oder diese 12-Stunden-Paket? Ich würde eigentlich sagen, dass in meiner Ansicht nach das 12-Stunden-Paket das geilste ist. Von daher würde ich sagen, sammeln wir erstmal hier dieses Häuptlings-Paket ein.
So, und gucken hier natürlich erstmal nach, was das für uns hier so gibt. Also wie gesagt, ich bin gespannt. Würde mich mal interessieren. Oha, 33 mal den Donnertrommler. Das heißt für uns natürlich den Donnertrommler. Können wir aufleveln. Das ist natürlich mega nice für uns. So, dann haben wir das erledigt und können natürlich zu guter Letzt noch unser 12-Stunden-Paket einsammeln. Das werden wir natürlich auch erstmal machen. Hier haben wir es. Weiß nicht, wie nennt ihr das? 12-Stunden-Paket oder heroische Paket? Würde mich natürlich auch mal interessieren. So, wir gucken einfach mal rein. 5-mal der Sturm schneit. Dann bekommen wir 5-mal den Skrill, 4-mal den Knochenräuber, 14-mal den Elite-Reißzahn, 14-mal den Elite-Knochenräuber, 13-mal den Regenschneider als Elite-Drache, 13-mal den Rauchverschwindequalm. Also wie ihr seht, der ist natürlich noch dunkel. Ich weiß nicht, wie bekomme ich den? Keine Ahnung, muss ich mich da erst in der Stufe zurückfallen lassen oder wie sieht's aus? Also keine Ahnung, ich habe keine Peilung, wie ich das machen soll. Aber wie ihr seht, haben wir natürlich schon 26 von 4 Marken, also das ist natürlich mega krank, aber ist egal. So, und dann kriegen wir natürlich auch nochmal den Dagos Grill einmal mit dazu. Das ist natürlich bitter, den hätte ich natürlich schon doch ein bisschen öfter gehabt, aber gut, okay. Den Hoffersens Fluch, den haben wir auch noch nicht am Start, das ist natürlich auch noch dunkel. Haben wir aber auch nochmal einmal mit dazu bekommen und dann wartet. Also wie gesagt, was sagt ihr zu den Paketen? Könntet oder hättet besser ausfallen können oder nicht? Also wie gesagt, ich weiß es noch nicht so genau. Wir gehen erstmal auf unsere Drachen, pimpen natürlich erstmal den Reißzahn in die nächste Stufe. Ich weiß nicht, was haltet ihr von dem eigentlich? Der verursacht Schaden an ihm. Das ist natürlich auch nicht so cool. Also ich finde es immer cooler, wenn er mehrere angreift. Das ist natürlich eine sinnvollere Attacke in meinen Augen. Also von daher denke ich, seht ihr das natürlich genauso. Hier unten haben wir natürlich keinen mehr zum Pimpen. Nur noch, weil da ist nur noch, unseren Donnertrommler können wir aufwerten. Das ist natürlich mega geil. Ich meine, den haben wir sowieso im Team. Von daher passt es. Werten wir den erstmal auf, würde ich sagen, auf Stufe Nummer 11. Und können mit dem jetzt natürlich gleich mal weiter gammeln. Gleich mal gucken, ob wir hier einen Sieg holen oder nicht. Also wie gesagt, ihr seht schon, geile Sache, fette Ding. 3 Slots haben wir wieder mal frei. Das heißt für uns, hier können wir ganz entspannt nochmal in den Kampf gehen, uns den nächsten Gegner suchen und hoffen, dass wir hier irgendwie einen Sieg nach Hause holen. Also wie gesagt, ich bin gespannt. Wird auf jeden Fall nicht ganz so leicht, aber ich denke, dass wir irgendwie schon hoffentlich auf 3 kriegen, wenn der Gegner nicht ganz so stark ist. Oh, 3 auf 12, okay. Müssen wir mal sehen, wie wir das machen. So, der Gegner fängt doch erstmal an anzugreifen. Das sieht schon mal nicht so toll für uns. Dann würde ich sagen, gehen wir natürlich erstmal auf den Gronkel, weil meiner Ansicht nach der Drache mit einer gut starken Spezialattacke ist. So, dann gehen wir gleich nochmal auf den Ruf. Dann gehen wir gleich nochmal auf den Ruf. Da müssen wir natürlich hoffen. Wen greift er an? Oh, der hat gesessen. Aber das ist ja nicht so verkehrt. Ich meine, am besten wäre es, wenn wir unseren Dagos Grill irgendwie behalten könnten. Wir könnten jetzt natürlich erstmal die Spezialattacken blocken. Das wäre auch eine sinnvolle Sache. Aber nee, das glaube ich ist vielleicht dann doch nicht so sinnvoll. Wir greifen den hier erstmal an. So, wollen wir mit dem angreifen oder wollen wir mit dem angreifen? Der ist als nächste dran, ne? Von daher würde ich sagen, greifen wir mit dem den hier erstmal nochmal an. Und können dann mit dem auf jeden Fall unsere Spezialattacke erstmal rausholen. So, ich glaube, das war ja nicht so verkehrt. Ihr seht natürlich, dass wir unserem Gegner natürlich gut Schaden zugefügt haben. Von daher denke ich, sieht es eigentlich ja nicht so verkehrt aus für uns. Wir müssen natürlich gucken, wie es weitergeht. Können mit dem jetzt natürlich erstmal den hier killen. Das machen wir natürlich auch erstmal. Weil der Gronkel wäre sowieso als nächstes dran. Von daher können wir jetzt gleich den nächsten angreifen. Wer wäre dann dran? Der wäre dran, ne? Würde ich sagen, greifen wir gleich mal den hier an. Und können jetzt den hier angreifen. Oder nee, ich würde sagen, wir gehen auf den. Gehen auf Nummer sicher, dass wir den natürlich erstmal weggefetzt haben. So haben wir nämlich den Vorteil, dass der Gegner nur einmal angreifen kann. So, dann wird der natürlich seine Spezialattacke rausholen. Das habe ich mir natürlich schon gedacht. Der kloppt natürlich unseren Knochenräuber weg. Aber wir können jetzt natürlich ganz entspannt mit der Attacke rufieren. Hauen den so oder so weg. Ich meine, die Aktionspunkte kloppe ich auf alle Fälle noch auf den Kopf. Ich meine, für Newtons Zweck würde ich sagen, haben wir den nächsten Sieg hier
am Start, können jetzt natürlich gucken, wie es weitergeht. Also wie gesagt, ich bin gespannt. Oh, 36 Pokale, ja nicht so verkehrt. Und gleich mal ein 8-Stunden-Paket, das ist natürlich auch mal wieder megamäßig cool für uns. So, wie machen wir weiter? Was machen wir als nächstes? Ich würde sagen, auf jeden Fall gleich nochmal eine Keilerei. Suchen uns gleich mal den nächsten Gegner und hoffen natürlich, dass wir hier irgendwie den nächsten Sieg nach Hause holen. Geil, wäre natürlich, ich würde mich freuen. Von daher lassen wir uns einfach mal überraschen, was hier am Ende geht, was wir hier am Ende rausholen. Na, erstmal müssen wir warten. Wer kommt hier? Oh, wieder mal 3 auf 12. Ich weiß nicht, wen würdet ihr als erstes angreifen? Wen würdet ihr als erstes platt machen? Wer hat die coolsten Attacken? Die bittersten Attacken für uns? Ihr seht selbst, ne, der ist eigentlich mega krass, weil der kann natürlich ihn K.O. hauen. Ah, ich weiß es nicht. Ich würde sagen, wir greifen den. Ne, wir greifen erstmal die an, weil die haben natürlich krasse Attacken. So. Dann greifen wir auf jeden Fall den hier an. Das war schon mal gut, dass der alle Aktionspunkte weggehauen hat. So können wir nämlich jetzt hier erstmal nochmal ganz entspannt angreifen. Und können jetzt natürlich erstmal unsere Spezialattacke rausziehen. Kloppen damit natürlich den gegnerischen Drachen erstmal weg. Den anderen Schaden war natürlich erheblich. Und der andere, naja, gut, okay, bei den Bienen sind natürlich jetzt auch noch die Spezialattacken blockiert. Das ist natürlich auch eine mega geile Sache für uns. Von daher würde ich sagen, hauen wir den hier erstmal weg. Wir müssen jetzt natürlich warten, was der Gegner macht. Also wie gesagt, die Spezialattacke kann er nicht nutzen. Von daher können wir jetzt auf jeden Fall hoffentlich dreimal agieren, dreimal Action machen und angreifen. So, dann ziehen wir die natürlich erstmal nochmal raus. Das Fakt, dass er natürlich seine Aktionspunkte nicht los wird, ist natürlich bitter. Er hat 5 Dinger auf dem Konto, kann sie nicht nutzen. Von daher kriegt er auf jeden Fall gut der auf die Mütze. Also ich glaube, da haben wir taktisch relativ gut agiert. Ich meine, was sagt ihr dazu? Was sagt ihr zum Kampfverlauf? Ich meine, wir haben nur alle 3 Drachen. Der Gegner ist so gut wie am Arsch. Von daher haben wir alles richtig gemacht und holen uns hier natürlich die nächsten Pokale. Wie viel kriegen wir? Das ist natürlich wieder mal die Frage. Ich bin gespannt. Oh, 25 Stück. Gut, okay. Die sammeln wir ein und dann kriegen wir auch erstmal wieder ein 3-Stunden-Paket mit dazu. Das ist natürlich auch wieder mal nice für uns. Da würde ich sagen, wir werden auch erstmal anfangen mit dem Freischalten. Gehen hier erstmal wieder zurück auf Berg, könnten hier natürlich nochmal uns die nächste Flotte ansehen, aber ich meine, unser ohne Zahn ist schon mal nicht mit am Start, aber wir hätten so, naja, eine mittlere Chance, das wäre vielleicht nicht ganz so cool, vielleicht müssen wir vielleicht noch einen anderen einsetzen, ich weiß nicht, den raus, den rein, keine Ahnung, also wenn ihr da einen Plan habt, wie sollte ich da agieren, schreibt das mal in die Kommentare, ich weiß nicht, wenn ihr euch daran überhaupt noch erinnern könnt. Man müsste hier schon irgendwo sehen, wie es aussieht. Also das wäre natürlich mega geil, aber man sieht ja den Kampf bzw. den Gegner nicht vorher. Von daher kann man sich auch nicht so richtig drauf einstellen. Also das fängt natürlich, aber ich weiß nicht, vielleicht habt ihr dann eine Taktik, ja, immer 2 Verteidigungsdrachen, 2 Fernschuss, ehen mit einer hohen Feuerrate oder so. Also wie gesagt, wie macht ihr das? Schreibt das mal in die Kommentare. Würde mich mal interessieren. So, dann checken wir natürlich hier erstmal noch ab, ob wir noch irgendwelche Drachen am Start haben, die wir mit denen wir natürlich noch irgendwie was anstellen können. Aber ich glaube, sieht erstmal nicht so aus. Wir sind für heute eigentlich erstmal wieder durch. Müssen, wie gesagt, noch ein bisschen warten, bis ihr alles wieder hier zu beackern ist. Also wie gesagt, in der Akademie ist noch Jutbambule. Ein Tag, 4 Stunden müssen wir insgesamt warten, bis alle 3 Drachen zurück sind. Hier 6 Stunden, 28 Minuten. Von daher können wir uns erstmal aufs Ohr hauen, ganz entspannen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Let's Play. Ich wünsche euch was. Bis dann. Tschüss.